Hallo und willkommen zurück zu The Witcher 2. Beim letzten Mal haben wir uns in der Taverne etwas amüsiert, wir haben Armdrücken, Würfelpoker gespielt und Faustkämpfe veranstaltet und ich untersuche gerade mal dieses Plakat für eure Freiheit und die unsere. Dann werden wir uns jetzt nämlich mal das schwarze Brett angucken. Da gibt es mit Sicherheit Aufgaben für uns. Auftrag zur Tötung von Harpien. Die nehmen wir an. Bekanntmachung über die Schließung der Mine. Baltimore für tot erklärt. Ermittler gesucht. Auftrag zur Tötung der Harpienkönigin. Und da hat jemand ein Alien eingeritzt. So, das haben wir jetzt alles in unserem Questbuch. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht vorgelesen, weil da kriegen wir das als noch mal ein bisschen kürzer hier. Da müssen wir halt die Harpienpopulation dezimieren, die Königin schlagen, umbringen. Moment, das hat glaube ich jetzt noch nicht alles. Gucken. Noch nicht alles ins Tagebuch geschrieben, was ich jetzt angenommen habe. Komisch. Das irritiert mich gerade etwas. Ich habe ja die Harpienkönigin, irgendwer ist tot. noch zwei, drei andere Sachen jetzt gehabt. Seltsam. Das waren die aus dem ersten Akt und das sind die Zwerge aus dem zweiten Akt. Ja, es wird halt immer alles hier so ein bisschen aktualisiert und kommt neuer Text hinzu. Oh, Rüstung aus Kairan-Panzer? Können uns eine neue Rüstung machen. Das sollten wir mal tun. Ich brauche aber 14 solides Tuch, Kairan-Haut. Die Kairan-Haut, haben wir die noch? Ich hoffe doch sehr. Ich guck gerade mal. Kairan. Wir haben nur Manu, wir haben nur Kairan-Augen und Kairan-Gewebe. Och, das ist ja doof. Ha. Schade, schade. Ich werde gerade mal einen dieser Fallen wegnehmen und uns mit Wurfmessern ausrüsten. So. Nun gut, dann werden wir jetzt mal zu dem Kriegsrat gehen. Das ist auch so eine Stadt, da kann man sich schön verlaufen. Und es gibt auch viel zu erkunden. Also es hat so verschiedene Ebenen und ja. Das ist nicht immer so leicht. Der Kriegsrat ist ganz da hinten. Was haben wir da oben? Noch ein Handwerker? Ja, mal gucken. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da hoch. Schon ist der Frieden vorbei, was? Eine Armee mit einer Frau an der Spitze. Meine Güte, ob das was wird? Das ist die Enklave der Menschen. Fremdlinge. Okay, man kann natürlich auch hier wieder in alle Wohnungen... Ach, und wieder ein nerviges Kind, na toll. In alle Wohnungen reingehen, wenn man möchte. Du folgst mir jetzt wahrscheinlich, oder? Bleib weg. Ich grüße dich. So. Speichern. Und dann müssen wir, ich glaube, in diese Tür rein. Irgendwo diese Tür? Wir gucken mal.
Das sieht sehr danach aus. Euch ist eine passable Prügelei entgangen, meine Herren. Und eine Möglichkeit, einen Monarchen zu töten. Es hat einen Kampf gegeben. Der Fürst ist verwundet. Habt ihr den seltsamen Nebel auf dem Schlachtfeld gesehen? Für alle, die noch zweifeln, das ist kein normaler Nebel und auch kein Jahrmarktzauber. Vermutlich haben wir es hier mit einem Blutfluch zu tun. Einem sehr mächtigen alten Zauber. Wir wissen nicht, wer ihn ausgesprochen hat und warum. Fürs Erste habe ich eine gute und ein paar schlechte Nachrichten. Die gute: Henselt und sein Heer wurden vorübergehend aufgehalten. Und die schlechten? Der Nebel dehnt sich aus. Er könnte sogar Wergen verschlingen. Außerdem können die Geister ihn verlassen. Lässt sich das konfessionell erledigen? Mit ein paar Axthieben vielleicht? Das ist möglich, wobei sich versilberte Waffen anbieten. Außerdem werden die Geister schwächer, wenn sie sich vom Nebel entfernen. Kann man das nicht irgendwie hinbiegen? Mit Exorzismus vielleicht? Darum kümmere ich mich mit Geralt von Riva. Dem Königsmörder? Der kein Königsmörder ist. Egal, was die Weiber am Brunnen schwatzen. Nee, natürlich nicht. Der kann ja keiner Fliege was zuleide tun. Seht ihm mal in die Augen. Da merkt ihr gleich, wie sensibel er ist. Und der von Flüchen mehr versteht als die meisten anderen. Meine Herren, ich verlange nicht von euch, dass ihr dieses Phänomen versteht, sondern dass ihr euch an ein paar Prinzipien haltet. Ah, da geht's schon los. Keiner darf sich diesem Nebel nähern. Das ist lebensgefährlich. Außerdem müssen wir uns mit jener Schlacht auseinandersetzen. Hier hoffe ich auf die Hilfe von Herrn Cecil Burden. Zu euren Diensten, Herrin. Danke. Um den Fluch zu bannen, brauchen wir Gegenstände, die den Gefallenen gehört haben und die diesen Krieg symbolisieren. Hier steckt mehr Eisenzeug im Boden als Läuse in Cecils Bart. Ich habe immer gedacht... Überlass das Denken mir, Tigrin. Und schweig jetzt besser. Die Gegenstände müssen nicht nur magisch aktiv sein, sondern auch mit den Geistern der Gefallenen verbunden. Das wäre alles. Damit das klar ist, wir alle müssen Philippa und dem Hexer helfen. Japen, was gibt es da zu grummeln? Hab wohl irgendwas im Hals. Nimm einen Schluck Wein. Und nun zu prosaischeren Dingen. Wie viele Leute haben wir? Saskia, das weißt du genau. Wie viele? Zwerge? 200. Aber die Menge ist nicht das Entscheidende. Bauern sollten wir um die 500 haben. Die sind so schwierig zu zählen. Meine Herren? 53 Ritter, 200 Reisige. Nicht gerade üppig. Henselt hat 5000. Damit ist er fünffach in der Überzahl. Was meint ihr dazu? Wir sind weniger. Natürlich haben wir die Mauern, die allerdings niedrig sind. Wenn wir Bogenschützen hätten, wer weiß. Was gäbe ich für ein Regiment schwerer Bogenschützen aus Lyrien? Wir haben etwas Besseres. Jorvets Elfen. Die Skoyatel. Meine Herren, Jorvet. Was willst du, ihr Mörder? 100 der besten Bogenschützen des Nordens harren deiner Befehle, Drachentöterin. Ihr wolltet Bogenschützen. Da habt ihr sie. Schmeckt mir nicht, mich mit Elfen zu verbünden. Na, verteidigen kann man sich auch mit einem Stock voll Scheiße. In meiner Truppe sind genug Leute, deren Dörfer er niedergebrannt hat. Ein freier Bauernstand ist eine Sache. Ein Verbrecher, der in allen Königreichen gejagt wird, eine ganz andere. Du bist zu weit gegangen diesmal. Saskia, ein Wort von dir genügt und wir gehen. Hör zu. Jorvid ist hierher gekommen, um für mich zu kämpfen. Ich vertraue ihm und weiß, dass er uns nicht verrät. Ebenso wenig wie ihr alle. Wie kannst du das wissen? Er ist ein Elf. Dem liegt der Verrat doch im Blut. Er kämpft seit einem Jahrhundert gegen die Menschen. Aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat sein Kampf einen Sinn. Die Skoyatel kennen keinen Frieden. Sie sind für Nilfgaard gestorben und für das Tal der Blumen. Umsonst. Verraten und verkauft. Jetzt haben sie ein Ziel. Das Pontartal kann das erste Land werden, in dem sich kein Mensch außerhalb der Mauern mehr vor Elfenfallen fürchten muss. Und Elfen und Zwerge nicht in Ghettos und Reservate gesperrt werden. Zuvor aber müssen wir die Schlacht gewinnen. Ihr wisst, wer gegen uns zieht und er hatte eine ausgezeichnete Armee, kampferprobt, geschickt geführt. Die können wir weder einschüchtern noch bezwingen. Wir werden sie niedermachen müssen.
Ich will Jorvid mit uns an diesem Tisch haben. Ich will, dass er die Kettwender für uns tötet. Und ich versichere euch, er tut es mit einem Lächeln, wenn ihr es ihm nur gestattet. Wenn man auf seiner hageren Fratze überhaupt ein Lächeln erkennen kann. Ich bin dafür. Jorvid bleibt. Hundsblut. Mein Vater dreht sich im Grabe um. Aber was soll's? Was sein muss, muss sein. Bin dafür. Dagegen. Du hast meine Leute umgebracht, Elf. Weißt du noch? Hätte ich sie nicht erschlagen, hätten sie mich erschlagen. Zum Kuckuck, für bessere Zeiten. Und Kettwin zum Verderben, dafür. Den Hunden zum Verderben, euch zum Wohl. Gift! Götter, sie stirbt! Bringt sie in Sicherheit und hütet sie wie euren Augapfel. Ich hole, was ich brauche, dann kümmere ich mich um sie. Meine besten Kämpfer werden wachen. Los, Jungs, her mit der Trage! Sie ist fertig mit den Zaubersprüchen. Was ist mit Saskia? Sie lebt noch. Ich habe ihre Körperfunktionen reduziert. Fürs Erste ist ihr Zustand stabil. Ja, das war jetzt ein interessanter Kriegsrat und am Ende ist Saskia vergiftet worden. Aus dem Becher, den sie getrunken hat. Kannst du sie heilen? Oder besser gesagt, wollen wir erstmal wissen, was war das für ein Gift? Weißt du, was das für ein Gift war? Taumadur offenbar. Allgemein bekannt als Weheleid. Hat einen äußerst miesen Ruf. Es muss doch ein Gegengift geben. Kannst du sie heilen? Was können wir tun? Für eine Heilung brauchen wir Kräuter, Magie und Blut. Das dürfte kaum gewöhnliches Blut sein. Richtig. Es muss königlich sein. Hm. Wo ist Letor, wenn man ihn braucht? Welche Kräuter brauchen wir? Welche Kräuter brauchen wir? Die unterirdische Art von Purpurfingerhut. Die Zwerge nennen sie Immortelle. Und eine elfische Rose der Erinnerung. Oh oh. Wozu ist die Rose gut? Hm. Triss hatte eine Rose der Erinnerung. Nannte sie eine außergewöhnliche Pflanze. Früher wurde den Enseide, die Rosen der Erinnerung züchteten, größte Wertschätzung entgegengebracht. Die Zeiten haben sich geändert. Die Elfen auch. Es gibt keine Gärten in dieser Gegend. Wir müssen zurück nach Flotsam. Die Rose der Erinnerung aus Flotsam hat Triss. Wir müssen sie finden. Wie wirkt Immortelle? Wo kriegen wir Immortelle her? Sie wächst tief unter der Erde. Aber das soll uns nicht betrüben. Unter Wergen gibt es einen Stollen. Wie hilft es Saskia? Taumadur richtet schwere Gewebsschäden an. Immortelle regeneriert das Gewebe. Und warum Blut? Der nächste König befindet sich jenseits des Geisternebels. Du hast nicht verstanden. Es muss kein amtierender König sein. Es geht um den Genotyp im Blut. Könige stammen von den alten Geschlechtern ab. Um zu überdauern, brauchten die Herrscher ungewöhnliche Widerstandskraft und Stärke. Und weil die Königsgeschlechter kein fremdes Blut zulassen, ist die Kraft ihrer Gene gewaltig. Ich wende eine selbstheilende Gentherapie an und lehre Saskias Organismus, sich des Gifts zu entledigen. Du willst sie Menschenblut trinken lassen? Ich will es ihr direkt ins Herz pumpen. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch für den Eingriff? Taumadur multipliziert sich selbst. Die Ingerenz der vergifteten Zellen löst sofort eine Kettenreaktion aus. An die Stelle einer entfernten vergifteten Zelle treten 10 neue. Um diese Reaktion zu durchbrechen, brauche ich übermenschliche Kraft. Am besten wäre ein Wassergenius oder ein Luftgenius. Oder einer der legendären 20 Ringe der Macht. Sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und ich hüpfe dann barfuß auf dem Vulkan rum, sicher. Schon gut, schon gut. Vergessen wir die Ringe.
Ich brauche eine große Dosis Macht, woher auch immer. Findet etwas. Immortelle, Rose der Erinnerung, Königsblut, Magie. Klingt wie ein Märchen. Und zwar wie ein ziemlich einfältiges. Es fehlt nur noch der Kuss des Prinzen. Ich wünschte, es wäre wie in den Märchen. Besonders in diesen einfältigen mit dem glücklichen Ende. Kann ich auf deine Hilfe zählen, Geralt? Kannst du. Was ist mit der Geisterschlacht? Erst muss ich prüfen, ob der Zauber, der Saskia am Leben hält, richtig wirkt. Dann überlegen wir, wie wir die Geister in die Anderswelt zurückschicken. Im Prinzip könntest du dich darum kümmern. Frag die Leute hier nach der Schlacht. Vielleicht findest du ja was heraus. Dann kümmere ich mich inzwischen mal um den Giftmischer. Ja, das war die bescheuertste Herr der Ringe-Anspielung, die es gibt. Das, das einzige Schreckliche an diesem Spiel war diese eine Sekunde, wo sie diese Anspielung gemacht haben. Gut, also wir haben jetzt ganz viel zu tun bekommen. Wir müssen Saskia helfen, das heißt, wir werden Zutaten für sie holen müssen. Das Schlimme daran ist natürlich, wir haben nur diese eine Rose der Erinnerung und das heißt, wenn wir Saskia helfen wollen, wird Geralt erstmal seine Erinnerungen nicht zurückerlangen. Und wenn wir das geschafft haben, müssen wir die Gegenstände finden, damit wir den Geisternebel... Ja, Geisternebel rückgängig machen können. Ich nehme gerade mal hier mit, was da so rumliegt. In dieser Kiste. Ich plündere, wie immer. Und guck gerade mal, weil das eine war eine Aufwertung. Okay. Und das Zwergenball werden wir auf jeden Fall verkaufen. Gut. Soweit dazu. Wir haben einiges zu tun und damit beginnen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.